Heute machen wir ein ähnliches Thema wie letztes Mal. Wir hatten uns letztes Mal angeschaut, wie ein Gaswolkenhaufen in sich kollabierte, dabei der Drehimpuls erhalten blieb und das führte eben zu den Planeten, mehr weiter innen, die terrestrischen Planeten, also die festen Planeten, weiter außen, durch jenseits, knapp jenseits der sogenannten Schneelinie, die Gasplaneten. Das hat man letztes Mal gesehen. So, und jetzt schauen wir uns an, was im Mittelpunkt dieser Gaswolke passiert. Dort entsteht ja der Protostern, derjenige, der dahinter richtig schön strahlt und dann das Sonnensystem oder das neue Sternsystem ausmacht. Und wir wollen schauen, wie entwickelt sich dieser Stern jetzt im Zentrum. Und darum geht es heute. Hier sehen Sie noch die Literatur, wenn Sie also nachschauen wollen, schauen Sie hier rein. Übrigens, dieser Birke und Wengmeier ist ein relativ neues Buch, ein sehr schönes, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Noch kurz eine Wiederholung, damit wir nochmal so schauen, wie war es denn beim letzten Mal. Es war ja so, dass die Wolke eigentlich, ich würde sagen, eine runde Wolke kollabierte, weil es senkrecht zur Rotationsrichtung nichts gibt, was die Wolke aufhält, kollabiert sie in eine Scheibe. Ansonsten dreht sich die Scheibe. Das hatten wir gesehen, durch den anfänglich kleinen Drehimpuls, diese Drehung wird immer stärker. Dabei erhitzt sich die Wolke, wir haben Plasma bekommen oder zumindest Teile der Gaswolke sind Plasma. Plasma sind fließende Ströme. Dieser Strom erzeugt ein Magnetfeld, das sehen wir hier, das ist hier also das Magnetfeld. So, und dann stürzen Teile dieser Materie noch weiter rein und werden dann durch dieses Magnetfeld als Jet entweder nach oben, das sehen Sie hier, oder nach unten, das ist hier unten, rausgeschossen. So, und damit verliert so eine Wolke etwa 10%, ganz grob 10% ihrer Masse, das ist nicht sehr viel, aber so kriegt sie wenigstens ein bisschen Drehimpuls weg, das ist der Grund. So, und das nochmal in einer Übersicht, also links oben, hier oben sehen wir sozusagen die ganze Wolkenfolge, so fing es an, dann dann rotierte das, hier sehen Sie das, wir kriegen also eine Scheibe und dann zum Schluss sehen Sie, nein, nochmal zurück, dann sehen Sie, wie hier dieser Jet entsteht und zwar ganz wichtig immer an beiden Polen. So, die Planeten hatten wir, jetzt schauen wir uns mal an, was in der Mitte passiert, vor allen Dingen, was ist die zeitliche Abfolge eines solchen Sterns, der in der Mitte dann entsteht. Dazu muss man wissen, dass die Abfolge, also diese Lebensphasen eines Sterns, sehr stark von seinem Anfangs, von seiner Anfangsmasse aus abhängen. Und zwar sehen Sie jetzt hier aufgetragen auf der linken Seite sehr, sehr massenreiche Sterne, und zwar ist das die Anfangsmasse. Wir beginnen hier oben bei etwa 150 Sonnenmassen, sehr viel, und gehen dann runter bis hier runter bis zur Sonne. Hier sind wir dann bei 1, ja, eine Sonnenmasse, und hier sind es dann immer weniger. Und Sie sehen gleich schon im Überblick, das ergibt ganz andere Abfolgen und vor allen Dingen auch ganz andere Endpunkte. Das heißt, das, was dann davon übrig bleibt, ist was vollkommen anderes. Wir beginnen eigentlich mal gleich ganz oben, hier 150 Sonnenmassen. Das ist so eine Art Limit, darüber geht es meistens kaum. Woran liegt es? Nun, das liegt am Folgenden, das male ich Ihnen am besten gleich auf. Tatsächlich kennt man keine Sterne, die mehr als 150 Sonnenmassen haben. Der Grund ist halt folgender, wenn Sie eine riesige Wolke haben, und zwar eine richtig dicke Wolke, sagen wir mit 200 Sonnenmassen, da haben Sie ein richtig dickes Ding, wenn das kollabiert, dann beginnt gleich der innere Bereich sehr heiß zu werden. Und sehr heiß heißt hohe Geschwindigkeiten des Gases und vor allen Dingen hoher Strahlungsdruck. Und dieser Strahlungsdruck ist so groß, dass der Staub, der von außen nachfällt, denn wenn ich einen Kollaps habe, zieht der noch weiteren Staub mit rein, dass dieser Strahlungsdruck, also der reine Lichtstrahlungsdruck, so stark ist, dass der Staub wieder zurückgedrängt wird. Und gerade so bei 150 Sonnenmassen Staubmenge ist der Strahlungsdruck so groß, dass der restliche Staub nicht nachfliegen kann. Und deswegen hat man so eine ganz natürliche Beschränkung auf etwa 150 Sonnenmassen. Und es ist eben interessant zu sehen, dass wenn wir mit Teleskopen hinausschauen, wir sehen tatsächlich keine Sonne, keinen Stern, der schwerer ist als 150 Sonnenmassen. Und deswegen geht es hier oben ungefähr los. Was passiert ist, dass wenn wir diesen Protostern haben, wird es ein sogenannter Blue Supergiant. Das sind also ganz massenreiche Sterne, davon gibt es gar nicht viele, weil die sehr schnell abbrennen. Das geht innerhalb von ein paar hunderttausend Jahren. Warum ist das so? Nun, der Grund ist der, wenn so eine Riesenwolke kollabiert, dann ist das ein richtiger Kollaps.
dann ist hier eine Menge los, da ist sehr viel Masse, das heißt, der Druck, die Dichte ist so groß, dass die Streuprozesse und vor allem die Fusionsprozesse, die wir uns gleich ein bisschen genauer anschauen, so schnell ablaufen, dass die gesamte Masse in kürzester Zeit verbrannt wird. Beim normalen Stern ist die Dichte hier nicht so groß und wenn die Dichte geringer ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei Protonen mal treffen, kleiner und deswegen brennt so ein Stern wesentlich langsamer. Also, obwohl wir bei einem großen Stern eine größere Masse haben, geht die Verbrennung wesentlich schneller vorwärts und deswegen ist die Lebensdauer umgekehrt nicht proportional, sondern das geht sogar mit der dritten Ordnung. 1 durch m hoch 3 ist die Lebensdauer eines Sterns. Dicke Dinger leben nicht lange. Je dünner oder kleiner so ein Stern ist, desto länger lebt er. So, das ist der Grund und das ist auch der Grund, wenn die Fusionsprozesse, die hier drin ablaufen, extrem schnell gehen und extrem viel Hitze entsteht, dann ist natürlich die Temperatur extrem groß und hohe Temperatur heißt Verschiebung hin zum Blauen. Und deswegen haben wir dann blaue Sterne, die dann wirklich blau, hell, weiß, gleißend blau strahlen und wie gesagt relativ kurz leben, manchmal innerhalb von 10, 100.000 ist dann alles vorbei. Die brauchen wir uns nicht groß anschauen, denn deren Ende ist schnell da. Sie sehen das hier, dann gibt es einen großen Supernova-Blitz und dieser Blitz, dieser Knall ist so gigantisch, dass er wirklich alles zerfetzt. Alles heißt, was immer da im Stern drin ist, wird rausgeschleudert und das war's. Es ist wirklich eine vernichtende, im wahrsten Sinne des Wortes, vernichtende Explosion, dann ist alles weg. Wir gehen zur nächsten Masse, wir sind dann ungefähr hier, das sind so etwa 20 Sonnenmassen und denken Sie daran, wir sprechen von anfänglichen Sonnenmassen. Ich sage das deswegen so betont, weil nämlich diese Sonnenmassen über diese Lebensphasen abnehmen, sie strahlen nach außen Masse ab und deswegen ist das Ende eines Sternes, hat eine ganz andere Masse als am Anfang. Also wir sprechen hier von anfänglichen Massen, das sind etwa 20 Sonnenmassen. Und Sie sehen, auch der wird blau, aber wenn er explodiert, dann bleibt eben ein schwarzes Loch übrig. Das schauen wir uns später auch noch ein bisschen genauer an. Hier sind wir dann so bei etwa 3 Sonnenmassen. Auch 3 Sonnenmassen heißt immer noch, der ist ziemlich bläulich, nicht ganz so bläulich wie hier oben, aber immer noch bläulich. Dann gibt es auch eine Supernova und auch ein schwarzes Loch, aber die, und Sie sehen auch, da hier läuft die Zeit, von links nach rechts läuft die Zeit. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Jetzt, hier läuft die Zeit und Sie sehen, der Stern braucht schon wesentlich länger, um hier hinten anzukommen. So, und dann bewegen wir uns jetzt so ganz langsam im Massenbereich, wie wir sie kennen. Das sind dann jetzt ganz ungefähr ja, 1,5 bis 3 Sonnenmassen. Ein kleinerer Stern, nicht ganz mehr so bläulich, dann wird es ein roter Riese. Das werden wir uns alles genau anschauen, wie das dann genau aussieht. Dann gibt es nochmal eine Supernova-Explosion, aber es bleibt, das sehen Sie hier, kein schwarzes Loch übrig, sondern ein sogenannter Neutronenstern. Naja, und wenn wir uns die eigene Sonne anschauen, das ist genau dieses hier, also beginnt mit ungefähr auch einer Sonnenmasse, Protostern, dann haben wir eine gelbliche Sonne, also nicht mehr blau, eine gelbliche. Auch dieser Stern wird, wie hier oben, zu einem roten Riesen. Diesen Prozess schauen wir uns sehr genau an, das ist ein sehr interessanter Prozess zum roten Riesen. Und das geht dann über auf dem AGB-Ast, so nennt man das, zu einem planetaren Nebel. Und übrig bleibt, und das sehen Sie hier, so ein ganz kleiner weißer Zwerg, so nennt er sich. So, und wenn wir dann noch geringere Massen haben, das sehen Sie hier, bis etwa 0,2 Sonnenmassen, dann haben wir einen sogenannten roten Zwerg. Also die Temperatur nimmt weiter ab, weil die Verbrennungsgeschwindigkeit und auch die Verbrennungsmenge immer weniger wird. Und deswegen sind die Temperaturen bei Weitem nicht mehr so hoch. Und deswegen geht die Temperatur weiter runter und deswegen auch die Temperaturfarbe von Rot in Dunkelrot und dann ins Bräunliche. Also hier haben wir einen roten Zwerg. Und Sie sehen schon an der Länge dieses Pfeils, das dauert richtig, richtig lange. Und das ist ein logarithmischer Maßstab. Das heißt, lang heißt dann nicht mehr so 10 Milliarden Jahren, also unsere Sonne brennt etwa 10 Milliarden Jahre, sondern das geht in die 100 Milliarden Jahre, wenn nicht 1000 Milliarden Jahre. Also Sie sehen, diese Lebensdauern sind dann wirklich groß. Und gerade diese 1000 Milliarden Jahre, das gilt für diese ganz kleinen
Stern, das sind die sogenannten braunen Zwerge. Die Temperatur ist da schon so schwach, da sind nur noch ein paar tausend Kelvin, vielleicht 1-2000 Kelvin, dass sie wirklich dunkelrot bis bräunlich sind und die leben so richtig lange. Tatsächlich ist das Limit bei 0,073 Sonnenmassen. Wenn die anfängliche Masse kleiner ist als diese 0,073, findet diese Zündung, diese nukleare Zündung gar nicht mehr statt und es kann überhaupt kein Stern entstehen. Also Jupiter liegt so gerade drunter, der liegt so ungefähr, ich glaube, die Hälfte von diesen 0,073. Das heißt, es gibt mal ab und zu eine Fusion und deswegen ist der Jupiter auch gar nicht so kalt. Tatsächlich hat er innen drin, ist er relativ warm, an der Oberfläche ist er halt kalt und deswegen ist er noch nicht mal ein richtiger brauner Zwerg. So, das war jetzt der Überblick und jetzt schauen wir uns die verschiedenen Sterne ein bisschen genauer an. Um genau zu sein, wie erfolgt jetzt wirklich der Kollaps? Also was passiert mit diesen Gasen und dem Staub, die jetzt in sich kollabieren? Was Sie hier sehen in der Auftrage ist zunächst erstmal hier unten auf der X-Achse, da ist die Dichte der Moleküle in Kubikzentimeter auf einer logarithmischen Skala und hier sehen Sie die Temperatur. Jetzt denken Sie daran, wenn eine Wolke kollabiert, wird sie heißer. Warum? Nun, der Kollaps führt zu einer Geschwindigkeit. Schauen Sie, wenn Sie eine Wolke haben und das Ding kollabiert, dann nimmt die Geschwindigkeit zu. Das heißt, die Moleküle kriegen eine Geschwindigkeit v, die Energie, die dabei ist, ist ein halb mv Quadrat und Sie wissen, dass zu einer Geschwindigkeit auch eine Temperatur gehört, das ist nämlich ungefähr 3/2 kT. Und hier steht jetzt die Temperatur drin. Das heißt also, lineare Geschwindigkeit ist nichts anderes als Temperatur, ist Bewegung und deswegen kann man das ineinander umrechnen. Also man kann Temperatur in Geschwindigkeiten umgekehrt umrechnen. Das heißt, wenn ich ein Gravitationspotenzial habe, wie hier, dann erzeugt mir das eine Geschwindigkeit und damit eine Temperatur eines kalten Strahlers, eines schwarzen Strahlers. Und diese Temperatur ist hier vertikal aufgetragen zwischen ungefähr 1 Kelvin und etwa 10 Millionen Grad Kelvin oder Celsius. Das können Sie jetzt persönlich aussuchen, was Sie da hinschreiben. So. Was passiert? Sie sehen jetzt, hier beginnt der Kollaps. Tatsächlich haben wir interstellare Temperaturen, das heißt, wir haben so 10, 20 Grad Kelvin, ja, gerade so ein bisschen im Umkreis von der Supernova, wir hatten diesen Kollaps gehabt. Und jetzt beginnt der Kollaps, das heißt, die Dichte nimmt zu, tatsächlich kühlt sich das Ganze ab, weil nämlich die Wärme relativ stark im sehr hoch, niederfrequenten Bereich abgestrahlt werden kann, deswegen nimmt die Temperatur sogar noch leicht ab. Dann ist es allerdings so, dass bei einer sehr tiefen Temperatur von 10 Kelvin die Dichte zunimmt und die Temperatur ungefähr gleich bleibt. Damit haben wir einen dynamischen Zustand, das heißt, die Energie, die beim Kollaps entsteht, wird durch Infrarotstrahlung in der gleichen Menge abgestrahlt. Und damit haben wir einen sehr stabilen Zustand, das ist ein langer, dynamischer Prozess. So lang auch nicht, aber es ist ein dynamischer Prozess, ein stabiler Prozess. Also Energie wird direkt umgewandelt in abgestrahlte Infrarotstrahlung. Wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, bei etwa 10 hoch 10 Molekülen pro Kubikzentimeter, passiert was anderes. Die Dichte der Moleküle, der Wasserstoffmoleküle, ist so groß geworden, dass diese Photonen, die Infrarotphotonen, so stark gestreut werden, dass sie gar nicht mehr aus dem Gas raus können. Das heißt, sie werden dauernd gestreut und damit kann die Energie nicht abgegeben werden. Die Energie bleibt in der Wolke drin und deswegen kann die Temperatur nicht runter. Aber der Kollaps findet natürlich weiter statt. Sie sehen das hier, der Kollaps geht weiter, geht hier rüber, aber die Temperatur steigt hoch, weil eben die Infrarotstrahlung nicht rauskam. Also die Temperatur steigt und denken Sie daran, das ist ein logarithmischer Anstieg. Ja? Sie sehen, das geht von 10 Kelvin hoch auf ungefähr 1000 oder 10.000 Kelvin. So, und dann passiert Folgendes, wenn die Energie so groß ist, dass die Wasserstoffmoleküle dissoziiert werden können, also wir haben molekularen Wasserstoff, H2, denken Sie daran, Wasserstoff liegt normalerweise nicht in atomarer Vorkunft, sondern immer in Molekülform. Dann werden die dissoziiert und wir haben H plus H. Ja? Das ist eine Menge Energie, die man reinstecken muss, um dieses Molekül zu dissoziieren. Und das sehen Sie auch hier. Denken Sie auch daran, dass dann so langsam auch die Elektronen rausgehen. Das ist ein Prozess, der braucht Energie. Also ab und zu mal entsteht so ein freies Elektron, was allerdings um das Atom weiter rumschwebt. So, und dann geht also die Energie mehr und mehr in diesen Dissoziationsprozess hinein. Er geht also da rein, damit heißt das, die Temperatur geht nicht mehr hoch. Denn Temperatur ist ja eine Frage der Geschwindigkeit, das sehen Sie hier. Das heißt, diese Atome, die Sie hier sehen,
bewegen sich nicht schneller, sie haben behalten dieselbe Geschwindigkeit, die Energie geht nur in die Aufspaltung dieses Moleküls rein. Und damit bleibt die Temperatur so einigermaßen, es geht nur noch um eine Größenordnung hoch, naja, okay, das ist nicht so viel, aber also die Energie bleibt praktisch drin, wird auch nicht abgestrahlt und erst dann kommen wir zu einem Punkt, und das ist die berühmte Hayashi-Linie, wo man von einem richtigen Stern sprechen kann. Denn dann beginnt wirklich die Kernfusion. Und damit entsteht eine neue Art von Energiegenerierung. Also erst dieser hintere Bereich, das ist dann die Sonne, von der man dann spricht. Dieser Bereich hier vorne, das ist der sogenannte Protostern, also dieser Bereich hier. Okay, das ist eine Darstellungsart. Wir haben hier die Darstellung Dichte gegenüber von Temperatur aufgetragen. Die Astrophysiker machen das ein bisschen anders. Sie machen folgende Darstellung und das nennt man Hertzsprung-Russell-Diagramm. Und dieses Wort merken Sie sich bitte, ich sage es nochmal, Hertzsprung-Russell-Diagramm. Das waren zwei Astrophysiker, zwei Astronomen, die haben sich das ausgedacht. Und was Sie hier sehen, ist auf der X-Achse die Temperatur, aber, schauen Sie mal hin, die Temperatur geht von rechts nach links. Also tatsächlich steht da 1 durch T. Ja? Und zwar in logarithmischer Skala. Hier ist 10 Kelvin, das heißt, hier beginnt der Kollaps, erinnern Sie sich, bei 10 Kelvin, und dann wandert der Stern, der Protostern in diese Richtung, bis zur sogenannten Hayashi-Linie, hier sehen Sie sie, und erst jenseits davon, bei höheren Temperaturen, beginnt erst wirklich der eigentliche Stern. Auf der Y-Achse sehen Sie L, und L ist die Helligkeit, und zwar in Relation gesetzt, das sehen Sie hier oben, zur Helligkeit unserer Sonne. Also dieser Kreis mit Punkt, das ist in der Astronomie das allgemeine Symbol für unsere Sonne. Das ist unsere Sonne, das ist unsere Erde. Okay? So, also die Helligkeit unserer Sonne, das heißt, wenn wir bei 1 sind, dann haben wir die Helligkeit unserer Sonne. Das ist 10-mal so hell wie unsere Sonne und das ist 100-mal so hell wie unsere Sonne. So, und jetzt schauen wir uns mal diese Abfolge, die wir gerade gehabt haben, in diesem Hertzsprung-Russell-Diagramm an. Und das Schöne ist hier, man hat hier sogenannte Tickmarks und die zeigen uns, wann was passiert. Hier sind wir also nach 1000 Jahren, 10.000 Jahren, 100.000 Jahren und so weiter. Also wir beginnen an diesem Punkt. An diesem Punkt kollabiert jetzt die Wolke und Sie sehen das gleich hier, die Temperatur steigt an, die Helligkeit steigt an. Die Temperatur erstmal gar nicht so, aber die Helligkeit steigt dick an. Ja, und zwar aber gar nicht so viel, ich meine, das ist vielleicht um Faktor 10. So, das Ganze nennt man diesen ersten dynamischen Kollaps. Ich gehe nochmal zurück, damit Sie sehen, wo das hier wäre. Das heißt, dieser Bereich hier, das ist dieser erste dynamische Kollaps. Das heißt, die Temperatur bleibt einigermaßen konstant und erst am Ende steigt sie leicht an. Das schauen wir uns jetzt nochmal hier an. Sie sehen hier, die Temperatur steigt so gut wie gar nicht an. Ist nur dieses kleine Stückchen hier, aber die Helligkeit steigt an. Ja. So, was kommt dann? Nun, dann haben wir diese erste Gleichgewichtsphase. Sie können sich erinnern, wir gehen auch hier nochmal zurück. Das war dieser Bereich hier, das ist die Gleichgewichtsphase. Hier war es so, dass sich das Ganze aufheizt, das heißt, die Infrarotstrahlung konnte nicht mehr so raus. Das heißt, der innere Druck oder der innere Druck nahm zu, weil nämlich die Temperatur zunahm. Also das ist dieser hier. Weil die Temperatur, weil ja die Infrarotstrahlung nicht rauskommt, heizt sich das Ganze sehr stark auf. Das heißt, hier haben wir den Fall, dass jetzt die Temperatur stark zunimmt, während die oder die Helligkeit nicht so stark zunimmt. So, und dann haben wir den nächsten Punkt, das ist dieser Abstieg, der zweite dynamische Kollaps. Was passiert hier? Nun, hier ist es so, dass die Temperatur nur noch leicht zunimmt, aber die Helligkeit stark. Das schauen wir uns auch hier an. Das war der zweite dynamische Kollaps. Das ist dieser Punkt hier, das war gerade der Bereich, wo wir diese Wasserstoffdissoziation hatten. So, also hier haben wir die Wasserstoffdissoziation, die Energie geht halt nicht mehr in Helligkeit, die Temperatur wächst schwach und die Helligkeit geht zurück. So, und dann kommen wir zu dieser Hayashi-Linie und dann können wir erst sagen, dann sind wir wirklich in der letzten Gleichgewichtsphase, wo also wir durch Fusion, Kernfusion, dann wirklich einen richtig lebenden Stern habe. Diese Hayashi-Linie ist sehr wichtig. Und übrigens, jetzt gehen wir nochmal, Sie sehen, wir haben hier so Gleichgewichtsphasen, das waren die grünen Dinger. Grün heißt alles im grünen Bereich. In diesen Gleichgewichtsphasen haben Sie folgenden Zustand. Ein Gleichgewicht zwischen unterschiedlichen Drucken heißt das. Und zwar haben Sie
auf der einen Seite einen Gravitationsdruck, das heißt, die Dinger, die Moleküle fallen in den Stern ein, das ergibt einen Druck. Auf der anderen Seite dreht sich ja auch der Stern. Damit haben Sie sozusagen eine Zentrifugalkraft nach außen und Kraft pro Flächeneinheit ist ja auch ein Druck. Das heißt, Sie können das umsetzen in einen Zentrifugaldruck. Sie haben einen Gasdruck, der durch die Hitze kommt. Die Hitze erzeugt eben einen Druck, einen Gasdruck. Und dann haben Sie noch den Strahlungsdruck. Das heißt, die Photonen wollen nach draußen und drücken mit ihrem Impuls H quer K auch nach draußen. Und diese vier Drücke müssen im Gleichgewicht stehen. Die drei rechten hier, die zeigen nach außen, das ist das, was Sie hier sehen. Der Gasdruck geht nach außen, Sie sehen hier den Radiation Pressure und die Zentrifugalkraft geht auch nach außen. Das Einzige, was zusammenzieht, ist die Gravitationskraft. So, und Sie müssen natürlich in jedem Punkt, müssen Sie, wenn alles schön dynamisch bleibt, müssen diese Drücke im dynamischen Gleichgewicht sein. Wenn das Ding kollabiert, sind Sie nicht mehr im dynamischen Gleichgewicht. Okay. So, und jetzt schauen wir uns dieses Hertzsprung-Russell-Diagramm mal so an, und zwar mit Sternen, so wie man sie sieht. Also nochmal, hier unten haben Sie die Farbe, und Sie wissen, Farbe ist nichts anderes als Temperatur, das haben wir gerade besprochen. Die Farbe nimmt in diese Richtung von dunkelrot nach blau zu, und hier haben wir eben die Helligkeit, Luminosity im Englischen. Und jeder dieser kleinen Punkte, die Sie hier sehen, das ist ein Stern, den man beobachtet hat. Also man kann jeden beobachteten Stern jetzt in dieses Hertzsprung-Russell-Diagramm eintragen und schauen, wo sind da Gesetzmäßigkeiten. Und das Interessante ist, dass man Gesetzmäßigkeiten sieht. Das sehen Sie sogar mit dem bloßen Auge. Sie sehen hier so einen Ast, das ist der sogenannte Hauptast. Da sind all die Sonnen drauf, die wirklich im stabilen Gleichgewicht ihre Fusion machen und teilweise über Millionen oder Milliarden Jahre existieren. Erst wenn ihr Ende gekommen ist, weichen sie von diesem Hauptast ab und gehen dann mehr oder weniger in diese Richtung. Dann machen sie einen relativ schnellen Punkt und landen, oder viele landen dann hier unten auf dem Ast des weißen Zwergs. Und diesen ganzen Weg hier durch diesen Graphen, den schauen wir uns gleich ein bisschen genauer an. Nur, dass Sie jetzt einfach mal sich mit diesem Graphen anfreunden, denn den zeigen wir jetzt in Zukunft ein bisschen öfter. Also mit diesem Graphen, mit diesem Hertzsprung-Russell-Diagramm arbeiten eigentlich alle Astronomen. Und wenn Sie einen Vortrag halten, dann im Juli werden Sie sicherlich, die sich mit diesem Thema beschäftigen, werden Sie sicherlich auch mit diesem Hertzsprung-Russell-Diagramm anfreunden müssen. Okay, jetzt schauen wir uns mal an, wie sehen unterschiedliche Massen in diesem Hertzsprung-Russell-Diagramm aus. Denken Sie daran, auf der rechten Seite der Hayashi-Linie sind wir im Prototypenstadium, das heißt, da kollabiert noch die Wolke zum Stern und jenseits der Hayashi-Linie beginnt die Fusion und dann haben wir eigentlich erst einen richtigen Stern. Und diese grüne Linie ist halt diese Hayashi-Linie und Sie sehen, je nachdem, wie groß die Anfangsmasse ist, und die sehen Sie hier, verläuft der Einstieg in das Leben eines Sterns immer ein bisschen anders. Also je höher die Masse, desto höher die Helligkeit. Warum ist das so? Nun, das hat wieder etwas hiermit zu tun. Je mehr Masse ich habe, desto mehr Energie entsteht, desto schneller brennt das auch ab oder desto schneller entsteht die Energie und deswegen ist meine Helligkeit größer. Deswegen steigt das hier an. Aber ansonsten sieht alles gleich aus. Das rutscht dann runter. Und dann kommen wir hier in diesen stabilen Zustand. Das ist dann wirklich hier dann wirklich die stabile Hauptreihe. Und hier bleibt dann der Stern erstmal stehen. Also unsere Sonne, die begann hier, rutscht dann hier runter. Und wir sind jetzt genau hier. Woran erkennt man das? Nun, wenn ich hier rüber gehe, sehen Sie genau, ich bin bei 1. Und das ist ja die Helligkeit unserer Sonne. Okay, also unsere Sonne ist genau an diesem Punkt im Augenblick. Und da bleibt sie auch erstmal stehen. Das heißt, die Zeit vergeht, aber die Sonne bleibt hier stehen. Das heißt, mit dieser Temperatur, Logarithmus, also ungefähr 5600 Grad Kelvin und unserer Helligkeit, so wie wir sie kennen. Okay, das war für Massen unterhalb der zweifachen Sonnenmasse. Jetzt gehen wir mal zu höheren Massen. Das sehen Sie hier auf der rechten Seite. Und Sie sehen, wenn ich höher gehe, kriegen wir nicht mehr diesen Abfall auf dieser Seite, sondern wir kriegen mehr oder weniger eine horizontale Linie. Das heißt, dieser Protostern geht gerade, und gerade heißt mit gleicher Helligkeit, nur stetig zunehmender Temperatur einfach auf diese Hauptreihe über.
Und Sie sehen jetzt auch, dass das immer schneller wird. Jetzt will er nicht. Sie sehen, das dauert nur noch 60.000 Jahre, während das hier unten 50 Millionen Jahre dauert. Woran liegt das? Nun, der Grund ist immer derselbe. Je mehr Masse Sie haben, desto schneller laufen die Prozesse ab. Okay? Das ist der Grund. Und deswegen leben diese Sterne hier oben, je schwerer sie werden, desto kürzer ist ihre Lebensdauer. Nicht nur der Weg zur Hauptreihe, sondern auch das Leben auf der Hauptreihe wird immer kürzer. Und Sie sehen auch, ganz typisch, hier unten haben wir diese roten Zwerge, dann haben wir die ganz normalen gelben Sterne, so wie wir sie kennen, und die verschieben sich dann übers Weißliche ins Bläuliche, und die ganz dicken, fetten Sterne, das sind dann die blauen Riesen. Hier nochmal jetzt die Evolution. Hier ist die Hayashi-Linie. Dann haben wir gesehen, kommen wir auf die Main Sequence, also die Hauptreihe, da bleibt der Stern stehen. Und erst am Ende seiner Lebensdauer verlässt ein Stern, das ist jetzt typisch unsere Sonne, verlässt der Stern diese Hauptreihe und wird zu einem sogenannten roten Riesen. Das heißt, die Temperatur nimmt ab, aber die Helligkeit nimmt zu. Wie kann das sein? Nun, die Helligkeit eines Sterns hat nicht nur was mit seiner Temperatur zu tun. Je heller ein Stern ist, desto mehr kann er abstrahlen. Und zwar lautet das Gesetz, die Abstrahlung, das kennen Sie wahrscheinlich aus Thermodynamik, die Abstrahlung geht mit Sigma Mt hoch 4. Das ist die Stefan-Boltzmann-Konstante. Das heißt, kleine Temperaturerhöhungen führen zur wesentlich stärkeren Abstrahlung. Das heißt, die Helligkeit geht mit T hoch 4 zu, aber die Helligkeit, Sie sehen, die Temperatur nimmt hier ab, also würden wir erstmal erwarten, dass die Helligkeit abnimmt. Aber, und jetzt kommt es, wir haben am Anfang eine kleine Sonne. Unsere Sonne hat einen typischen Radius von 700.000 Kilometer. Ja? Aber die Endsonne, dieser rote Riese, so wie Sie ihn hier oben sehen, reicht fast bis zur Erde. Das heißt, wir haben 150 Millionen Kilometer. Die Helligkeit hat was mit der Oberfläche zu tun. Je größer die Oberfläche, desto mehr kann ich bei gleicher Temperatur abstrahlen. Okay? Das heißt, die Helligkeit, die Luminosität, L, geht proportional mit R². Okay? Und das ist der entscheidende Faktor. Das heißt, die Luminosität geht mit R² mal der Temperatur ungefähr. Ja? Temperatur hoch 4. Das heißt, die Temperatur geht zwar runter, aber der Radius geht gigantisch hoch. Und deswegen geht auch die Helligkeit hoch, obwohl der Stern kühler wird. Und das sehen wir hier, also die Helligkeit nimmt zu, obwohl die Temperatur abnimmt. Und dann passiert Folgendes, dann kollabiert er wieder und dann macht er so einen ganz komischen Weg. Der geht relativ schnell. Das geht innerhalb wirklich kürzester Zeit ist wirklich ein paar tausend Jahren, schwupp. Tatsächlich ist vielleicht nur ein paar Jahre und schwupp ist er ein weißer Zwerg. Aber diesen Weg werden wir uns dann genau anschauen. Okay, jetzt schauen wir uns noch ein paar andere Sterne an. Sie sehen, wenn wir bei ganz kleinen Massen sind, 0,1 Sonnenmassen, dann sieht das ganz anders aus, als wenn wir hier bei unserer Sonne sind. Wir fangen hier an, kommen auf die Hayashi-Linie, sind dann hier, bleiben etwa typischerweise 10 Milliarden Jahre, also unsere Sonne lebt 10 Milliarden Jahre. Wir haben gerade 5 Milliarden Jahre vorbei, also wir mitten gerade sozusagen in der Hochzeit unserer Sonne. Die wird nochmal 5 Milliarden Jahre existieren und dann wird sie hier zu diesem roten Riesen, Sie sehen das, und dann wird sie über den roten Riesen zack, zack hier runter und dann wird sie zu einem weißen Zwerg. Und das hatten wir auch gerade gehabt, bei sehr großen Sonnenmassen geht das relativ schnell, das waren diese 60.000 Jahren. Dann gibt es nochmal so einen Flash und Schwupp und hier rüber und dann endet es im sogenannten Rolf-Hayek-Stern. So, damit Sie einfach nur sehen, dass diese Sternentwicklung, der Ablauf, die Lebensphasen eines Sterns sehr unterschiedlich sein können. Und diesen Verlauf schauen wir uns jetzt genau an. Tatsächlich ist der Beginn dieser Abfolge eigentlich immer derselbe. Und deswegen können wir jetzt für alle Massen Folgendes sagen. Die Anfangsstadien sind ähnlich, obwohl sich auf unterschiedlichen Helligkeiten und Temperaturen abspielen. Wir haben am Anfang hier diesen Protostern. Hier haben wir diesen Protostern und was am Anfang passiert ist, dass hier Wasserstoff mit zu Helium fusioniert. Das ist dieser berühmte Fusionsprozess, den wir uns gleich atomar etwas anschauen werden. Und dann über längere Zeit fusioniert dann Helium zu Kohlenstoff. Also dieser Prozess Wasserstoff zu Helium, Helium zu Kohlenstoff passiert in allen Sternen gleich, egal welche Massen sie haben. Okay? Und den schauen wir uns jetzt mal an. Wir schauen uns erstmal diesen Prozess an. Wasserstoff fusioniert
im Kern zu Helium. Und das ist der berühmte Proton-Proton-Prozess. Was passiert hier? Also hier links oben nochmal den Überblick. Das ist der Anfangsstadium eines Sterns. Wir haben also viel Wasserstoff in der Wolke und damit auch im Zentrum. Und irgendwann treffen sich zwei Wasserstoffatome und eigentlich wollen die sie nicht, die sind ja beide positiv geladen. Sie treffen sich trotzdem und wenn sie ganz eng zusammenkommen, und ganz eng heißt, sie müssen wirklich sich treffen. Und genau darin liegt das Problem. Schauen Sie, ein Atomkern hat einen Durchmesser, also ein Proton hat einen Durchmesser von ungefähr 10 hoch minus 15 Zentimeter. Sowas nennt man ein Fermi. Ja, ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Punkt. So, selbst wenn Sie ein Wasserstoffgas haben mit sehr, sehr vielen Atomen, das sind ganz kleine Punkte. Wenn sich solche zwei Punkte sich gegenseitig mal treffen, ist die Wahrscheinlichkeit ist extrem klein. Und Sie müssen sich wirklich sozusagen kontaktieren. Das ist das Gleiche, als hätten wir hier 1000 Stecknadelköpfe und fragen uns, wann treffen sich mal zwei Stecknadelköpfe. Die Aussage ist relativ gering, selbst wenn wir sehr viele Stecknadelköpfe hier hätten. Dazu kommt, es ist eigentlich ein Drei-Elemente-Prozess, denn es müssen zwei Wasserstoffatome dazukommen und Sie sehen das hier eigentlich ein Positron. Positron ist eigentlich ein Antiteilchen von einem Elektron und theoretisch betrachtet läuft es in der Zeit zurück, das ist aber nur theoretisch. Tatsächlich müssen sich drei Teilchen treffen, das Positron und zwei Wasserstoffatome, um diesen Prozess auszulösen. Und drei Körperprozesse sind extrem unwahrscheinlich. Und das ist so saugut. Warum ist das so saugut? Nun, wenn diese Wahrscheinlichkeit nicht so groß wäre, und sowas nennt man übrigens Streuquerschnitt, also dass sich drei Teilchen gleichzeitig nennen, heißt Streuquerschnitt, also eine Treffwahrscheinlichkeit, wenn die nämlich nur ein bisschen größer wäre, würde unsere Sonne nicht 5 Milliarden Jahre jetzt existieren, sondern vielleicht nur ein paar tausend Jahre, weil diese Prozesse nämlich wesentlich schneller abliefen. Wenn wir allerdings eine Sonne hätte, die nach 1000 Jahren weg wäre, dann könnte sich kein Leben entwickeln, denn wir wissen, die Entwicklung zum Leben dauert mindestens ein paar Millionen Jahre. Und deswegen ist dieser Prozess extrem wichtig, dass er so langsam abläuft. Aber Sie können sich auch vorstellen, wenn wir solche Sternhaufen haben, wo wir extrem hohe Dichten haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich wesentlich größer, dass sich zufälligerweise mal zwei Wasserstoffkerne wirklich punktuell treffen. So, wenn wir dann hier ein sogenanntes Deuterium haben, so etwas nennt man hier, also aus einem Proton, Sie können das auch anders schreiben, wir haben ein Proton und noch ein Proton, das ist ja positiv geladen, aus dem einen Proton wird ein Neutron, das ist ja neutral geladen, plus ein Positron, ja? Das können wir so schreiben. Und das andere Proton tut sich mit diesem Neutron zusammen und sie bilden ein Deuterium. So kann man es auch schreiben. Und dieses Positron fliegt weg, lebt aber nicht sehr lange, denn überall da draußen schwirren irgendwo die Antiteilchen, nämlich die Elektronen rum, das sehen Sie hier. Und dieses Positron tut sich sofort zusammen mit dem Elektron und es entstehen zwei Gammaquanten. Deswegen werden Sie bei diesem Prozess viele, viele Gammaquanten haben. Gammaquanten haben so richtig viel schön Energie und die wird nach draußen geschossen. Nach draußen heißt in die Umgebung und erhitzt das restliche Gas. Das heißt das. Und dabei entsteht noch ein Neutrino. Neutrinos sind neutrale, extrem kleine, massenschwache Teilchen und die durchdringen fast alles und die werden einfach gehen quer durch das Gas durch und entfleuchen. So, wenn wir so ein Deuterium haben, dann dauert es nochmal vielleicht ein paar tausend Jahre oder wie auch immer, bis ein anderes Wasserstoffatom kommt und dann zusammen mit dem zusammen ein sogenanntes Helium-3-Atom bildet. Das heißt, das Deuterium, das Neutron reicht, um noch ein Proton an sich zu binden. Also wir haben zwei Protonen zusammen mit einem Neutron, sowas nennt man ein Helium-3. Helium deutet darauf hin, dass wir zwei Protonen drin haben und ein weiteres Neutron. So, damit sind wir bei diesem Punkt. Hier haben wir das Helium-3, hier. Und das Gleiche passiert vielleicht irgendwo mit dem Stern an einer anderen Stelle. Dann haben wir hier auch ein Helium-3. Und jetzt kann es eben sein, und Helium-3 haben eine sehr lange Lebensdauer, okay, die zerfallen nicht und deswegen dauert es vielleicht wieder ein paar tausend Jahre, bis sich zwei Helium-3-Atome treffen. Das sehen Sie hier und Sie bilden dann Helium-4. Das Bild stimmt nicht, da müsste noch ein blauer Punkt da sein. Also Proton, Proton, das ist ein Helium-3 und die beiden zusammen bilden Neutron, Neutron, Proton, Proton. Ja, das ist dann Helium-4.
Okay, und Sie sehen, hier haben wir 4 Protonen, hier haben wir nur 2 Protonen, das heißt, 2 Protonen werden einfach weggeschickt, die gehen nach draußen und damit beginnt da oben wieder dieser Streuprozess zwischen zwei Wasserstoffatomen, beginnt von neuem. So, aber was wir erhalten haben, ist ein Helium. Also denken Sie daran, hier fehlt noch ein blauer Punkt, hier müsste noch ein blauer Punkt sein und damit hätten wir 2 Neutronen, 2 Protonen. So, das ist der Fusionsprozess von Wasserstoff zu Helium. Und Sie wissen, dass bei Kernfusion eine Menge Energie entsteht. Und ich meine so richtig viel Energie. Das ist die Wasserstoffbombe. Ja? Und im Prinzip ist die Sonne nichts anderes als eine langsam abfackelnde Wasserstoffbombe. Und daher zieht sie wirklich die riesigen Energien. Also, um es genau zu sagen, hier sehen Sie mal die Übersichtsgleichung. 6 Wasserstoffatome ergeben ein Heliumatom, 6 Gammaquanten. Und da geht die Energie rein. Und 2 Wasserstoffatome und die mit 4 anderen erzeugen einen neuen Zyklus. Dieser Prozess, den Sie hier sehen, dieser Proton-Proton-Prozess, ist dominant, solange die Gesamtmasse kleiner ist als 2 Sonnenmassen. Also für unsere Sonne läuft genau dieser Prozess ab und zum Glück eben sehr langsam und deswegen lebt unsere Sonne etwa 10 Milliarden Jahre. So, das war der eine Teil. Hier schauen wir uns mal an, wie das jetzt räumlich aussieht, dieser Fusion. Also nach außen nimmt die Temperatur ab. In der Mitte haben wir die sehr hohen Temperaturen. Die Temperaturen liegen im Bereich von 10 Millionen Grad Kelvin. Sehr heiß. Erst bei solchen hohen Temperaturen sind die Geschwindigkeiten so groß, dass sich 2 gegenseitig geladene Protonen, denken Sie daran, wir haben Protonen, positiv geladen, die müssen Sie auf einen Punkt zusammenbringen. Das wollen die nicht. Die haben gleiche Ladungen. Da müssen sie richtig Dampf machen, da müssen sie richtig Geschwindigkeit geben, damit die wirklich mal auf einen Punkt zusammenkommen. Sonst stößt die elektrische Ladung sie ab. Also erst bei hohen Temperaturen können sie das überhaupt erreichen. Diese Temperaturen sind nur im Zentrum der Sonne gegeben. Also hier sind etwa so 10 Millionen Grad. Die Temperatur nimmt nach außen ab, weil es nämlich der Weltraum kühl ist und die Sonne strahlt das Ganze ab. Und deswegen haben sie so von innen nach außen haben sie unterschiedliche Schalen, wo dann die Strahlung so langsam durchgeht. Außen haben sie eine sogenannte konvektive Strahlung, das heißt, das Gas zirkuliert in konvektiven Bereichen. Das müssen Sie sich so vorstellen, das male ich mal hier an. Also in der Mitte haben Sie wirklich den Fusionsprozess. Hier haben Sie ungefähr 10 Millionen Grad Kelvin. So, dann von hier aus geht alles per Strahlung nach draußen. Strahlung heißt, da ist nicht ein Photon und das läuft einfach geradeaus weg, weil es mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, wäre es ja innerhalb von der kürzester Zeit da draußen. Nein, das bedeutet, in diesem Gas streut das Licht. Das heißt, wenn Sie hier andere Teilchen haben, nämlich andere Heliumatome, fliegt das Ganze los, wird gestreut, fliegt dahin, wieder zurück und wieder zurück. Das heißt, dieses Photon wird dauernd gestreut in alle möglichen Richtungen. Es braucht Millionen von Jahren, um diese Schicht überhaupt zu durchdringen. Das geht sehr langsam, weil das Photon so viel streut. So etwas nennt man Random Walk, das haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Und per Random Walk können Sie auch Distanzen überbrücken. Sie wissen, wenn die Anzahl der Striche n ist, geht Random Walk mit Wurzel aus n. Das heißt, die Entfernung, die Sie überbrücken können, geht proportional mit der Wurzel aus der Anzahl Ihrer Streuprozesse. Wir haben sehr viele Streuprozesse, aber Sie müssen auch etwa ein paar hunderttausend Kilometer überbrücken, etwa 300.000-400.000 Kilometer. Das braucht nämlich Millionen Jahre. So, und wenn das Photon hier außen angekommen ist, dann passiert Folgendes, dann setzt hier ein Konvektionsmechanismus ein, das heißt, das Gas beginnt zu zirkulieren, die Kühle, sozusagen das Gas merkt hier außen die Kühle, das heißt, das kalte Gas geht nach unten, sackt ab, weil die Dichte hier etwas kalte Gas etwas dichter ist, geht nach innen, angezogen durch die Gravitation. Das heißere Gas ist leichter, geht nach außen, entstehen solche konvektiven Rollen und damit haben wir so eine konvektive Kugelschale. So, und damit wird die Temperatur dann wirklich an die Oberfläche befördert und dann wird nach außen alles abgestrahlt. So, und das macht den Aufbau dieser Sonne aus. So, wenn wir jetzt einmal Helium haben, dann passiert was anderes Interessantes, nämlich 2 Heliumatome können sich treffen. So, und dann haben wir hier ein Heliumatom, das sehen Sie hier ein Heliumatom und die bilden zusammen ein Berylliumatom mit 4 Neutronen und 4 Protonen. Und wenn jetzt noch ein Helium dazukommt, das sehen Sie hier,
dann macht das zusammen ein Kohlenstoff 12 aus. Und schwupps, auf einmal haben wir Kohlenstoff. Und zwar sehen Sie, das ist ein Riesenschritt von 4 Teilchen auf 12 Teilchen. Das Ganze funktioniert nur deswegen, weil Beryllium 8 relativ gut metastabil ist, sagt man. Eigentlich haben wir ein Riesenglück, denn dieses Beryllium 8 müsste eigentlich instabil sein. Durch eine Laune der Natur ist es nicht so kurzatmig, oder also hat eine relativ lange Lebensdauer von doch ein paar Sekunden, und deswegen bleibt es in diesem Zustand einigermaßen stabil, und dann braucht es nicht lange, bis ein weiteres Helium kommt. Also dieser ganz eigenartige Zufall, dass Beryllium 8 metastabil ist. Also es gibt in unserer Natur, es gibt kein Beryllium 8 da draußen, weil das ständig zerfällt. Aber es lebt doch lange genug, bis ein weiteres Helium 4 kommt. Und nur dieser Zufall führt überhaupt dazu, dass es in unserer Welt Kohlenstoff gibt. Sonst gäbe es keinen Kohlenstoff. Und gäbe es diesen komischen Zufall nicht, gäbe es uns überhaupt nicht. Denn wir basieren ja gerade auf Kohlenstoff. Also eigentlich existiert unsere ganze Welt nur auf diesem eigenartigen Zustand, dass Beryllium 8 metastabil ist. Tatsächlich war es andersrum. Das sogenannte anthropische Prinzip hat vorhergesagt, dass Beryllium 8 metastabil sein muss. Warum? Nun, der Herr Weizsäcker, der hat damals gesagt, oder andere Leute haben gesagt, schaut her, es gibt Kohlenstoff. Es kann nur über diesen Prozess laufen, über diesen 3-Alpha-Prozess. Wenn es diesen 3-Alpha-Prozess gibt, dann muss Beryllium 8 metastabil sein. Und dann haben wir erst überhaupt die Physiker mal nachgeschaut und haben festgestellt, tatsächlich, Beryllium 8 ist metastabil. So rum war die Geschichte der Entdeckung von Beryllium 8. Okay, also damit haben wir auf einen Schlag aus Helium Kohlenstoff. So, und jetzt kommt der nächste Schritt. In dem Augenblick, wo wir Kohlenstoff haben, passiert was ganz anderes. Also hier sehen wir ein Stück, 3 Helium macht über Beryllium C12 und ein bisschen Gamma. Okay, aber jetzt passiert was sehr Interessantes. In dem Augenblick, wo wir Kohlenstoff haben, setzt ein ganz neuer Zyklus ein, und der ist benannt nach einem Wiener, einem Österreicher und einem Deutschen, Bethe-Weizsäcker-Zyklus oder auch CNO-Zyklus, wobei C für Kohlenstoff, N für Stickstoff und O für Sauerstoff steht. Es ist ein wirklicher Zyklus, für den man Kohlenstoff braucht. Sie sehen, das läuft so eine Schleife, andersrum. So rum läuft es. So rum läuft es eine Schleife, und wir enden wieder bei Kohlenstoff. Das heißt, wir haben ja einen katalytischen Prozess. Katalytisch heißt, ich habe am Anfang Kohlenstoff und dann kriege ich am Ende wieder Kohlenstoff, aber zwischendurch passiert was. Also ich brauche Kohlenstoff, damit es ein Proton einfangen kann. Sie sehen das. Indem Kohlenstoff das Proton einfängt, wird es zu einem Stickstoff 13. Also das heißt, ich habe 6 Neutronen und 7 Protonen. Dieser Kern ist allerdings nicht stabil. Sie sehen das. Und es wird zu einem, also es gibt ein Positron ab, also eine positive Ladung. Und eins ist klar, wenn sie natürlich eine positive Ladung abgeben, bleibt ein Neutron zurück. Also tatsächlich passiert dieser Prozess hier. Ein Proton wandelt sich zu einem Neutron um. Das ist der inverse Beta-Prozess. Und damit kriege ich dann ein Kohlenstoff 13, also ein Proton weniger und dafür ein Neutron mehr. Das kann dann wieder mit einem weiteren Proton, also einem Wasserstoff, Molekül in einem Wasserstoffatom kollidieren, und dann wird aus dem C13 ein N14, und das kann wiederum ein Proton einfangen, dann wird es aus einem O15. Dieser Kern ist wieder instabil, gibt ein Positron ab, das heißt ein Proton zerfällt wieder in ein Neutron, und deswegen sehen Sie, aus O15 wird N15. So, das ist ein richtig dicker Kern, der ist überschwer, der ist so fett, dass der Kern sagt, das mag ich nicht. Da muss ich jetzt was machen, und da gibt es einen sehr schönen Prozess, das ist dieser Alpha-Prozess. Da gibt nämlich der Stickstoff gleich ein ganzes Helium ab. Ja? 2 Protonen, 2 Neutronen. So. Und zwar in dem Augenblick, wo ein Proton drauf trifft, spaltet sozusagen der Kern auf in ein Helium und ein Kohlenstoff. So, und damit sind wir beim Kohlenstoff. Das heißt, ich bin im Kreis gelaufen, und was passiert ist, ich habe ein Proton, 2 Protonen, 3 Protonen, 4 Protonen aufgenommen und habe die zu einem Helium 4 verschweißt. Indem ich allerdings 2 Umwandlungen habe, nämlich dass ich nämlich 2 Protonen in 2 Neutronen umgewandelt habe. Und damit habe ich eigentlich nichts anderes gemacht als beim Proton-Proton-Prozess. Ich habe Protonen zu Helium verschweißt.
Der Unterschied besteht darin, dass dieser Zyklus, dieser CNO-Zyklus, wahnsinnig schnell abläuft. Das war ja gerade der Punkt hierbei. Dieser Prozess läuft extrem langsam ab. Und das ist gut so. Damit bleibt unsere Sonne stabil. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir Sternmassen haben, die größer sind als zweifache Sonnenmassen, denken Sie daran, hier sind wir im Grenzbereich zwei Sonnenmassen, in dem Augenblick, wo ich also größere Massen habe, beginnt dieser CNO-Zyklus zu laufen und ich kriege auf einmal eine unwahrscheinlich schnelle Verbrennung von Proton zu Helium. Das heißt, der Stern erhitzt noch schneller, die Verbrennung geht noch schneller als gedacht. Okay? Und zwar dramatisch schneller. So, das ist hier alles im Text beschrieben. Und das Interessante ist, die Energieerzeugungsrate geht proportional zur 15. Potenz der Temperatur. So, das schreibe ich mal auf, weil das ist die höchste Temperatur, die ich, Potenz, die ich in der Physik kenne. Also die Rate, die Verbrennungsrate, Massenverbrennungsrate m Punkt, ich schreibe mal klein m Punkt hin, ist proportional zu T hoch 14. Das heißt, kleinste Temperaturvariationen beschleunigen diesen Prozess unwahrscheinlich. Eine kleine Temperaturerhöhung hier, also wenn ich von T und Delta T draufsetze, schon beginnt dieser Zyklus wesentlich schneller zu laufen. Also Sie sehen, das ist ein extrem effizienter Prozess. Kleine Temperaturerhöhung und schon rast er schneller durch. Und deswegen ist der bei schweren Sternen der entscheidende Mechanismus, um Protonen zu verbrennen, nämlich zu Helium. Verbrennen ist falsch, zu fusionieren, muss ich sagen. Okay? Also dieser Bethe-Weizsäcker-Zyklus ist entscheidend, allerdings nicht für unsere Sonne. Das habe ich hier nochmal hingeschrieben. In unsere Sonne, das muss da unten irgendwo stehen, fusioniert nur 1,6%, hier sehen Sie es, 1,6% ihrer Energie im CNO-Zyklus. Das liegt eben daran, die Grenze liegt eben bei zwei Sonnenmassen ungefähr. Okay, so, damit haben Sie zwei Prozesse kennengelernt, wie Proton, also Wasserstoff, zu Helium fusioniert wird und dabei entsteht ja halt diese Menge Energie. So, also hier habe ich es nochmal hingeschrieben, der Zyklus ist dominant für Massen oberhalb von drei Sonnenmassen. Und deswegen sehen die Pfade auch ziemlich anders aus, schauen wir uns das mal an. Also das war dieser anfängliche Stern, er verbrennt Proton zu Helium, hier sehen Sie das hier. Und dann in der Mitte, das Blaue, was Sie da sehen, das ist gerade der Kohlenstoff. Und diesen Übergang von hier nach hier, das passiert eben in jedem Stern. Wenn die Massen, und jetzt kommt sozusagen eine Art Scheideweg, wenn die anfängliche Masse eines Sterns kleiner ist als acht Sonnenmassen, dann bläht er sich auf zu diesem roten Riesen. Und diesen Prozess werden wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Das ist eben dieser eine Pfad, dieses Aufblähen. So, und dann sprengt er die Eurosphäre ab und zurückbeißt dieser weiße Stern, das haben wir gerade gesagt. Oder, wenn die Masse größer ist als acht Sonnenmassen, geht die Fusion weiter. Das heißt, aus Kohlenstoff, das sehen Sie hier, wird Natrium, Neon und Magnesium. Und das geht sogar noch weiter, bis hin zum Eisen wird alles runterfusioniert. Okay? Und da hört es dann endlich aus. Und dann sagt es Peng und dann haben wir eine Supernova. Also, nochmal, hier an diesem Punkt, an diesem Kohlenstoff entscheidet sich's, nämlich ist die Masse größer oder kleiner als acht Sonnenmassen. Und jetzt schauen wir uns zunächst erstmal diesen Übergang an, von hier nach da. Und Sie sehen das, hier oben habe ich es hingeschrieben, der Radius nimmt um zwei Größen, um Faktor 200 zu. Das heißt, die Oberfläche wächst mit dem Quadrat und damit nimmt die Helligkeit, denken Sie an, nimmt der Oberfläche zu, also mit dem Quadrat und damit sind wir bei ungefähr 10.000-facher Helligkeit. Ja. Aber die Temperatur nimmt ab und denken Sie daran, hier die Helligkeit hat auch was mit T hoch 4 zu tun. Wenn die Temperatur ein bisschen abnimmt, wir haben immerhin die vierte Potenz, heißt das auch eine starke Abnahme der Helligkeit, aber es sind zwei gegenläufige Prozesse. Okay, also machen wir weiter. Wir schauen uns zunächst erstmal diesen Pfad hier an. Von hier nach hier, wir sind also bei Sonnenmassen kleiner 8. Und damit kommen wir zu der Endphase eines massenreichen Sterns, also nicht so ganz massenreich, also bis zu 8 Sonnenmassen. Sie sehen das hier. Irgendwann sind die Helium, gibt es keine weitere Proton-Proton-Fusion. Irgendwann gibt es keinen Wasserstoff mehr. Und wenn die Fusion aufhört, dann heißt das Folgendes, der Stern wird innen kalt. Das heißt, es gibt innen nicht mehr 10 Millionen Grad Kelvin, sondern irgendwann kühlt das Ganze ab. Wenn aber innen dieser Druck, dieser Hitzedruck abnimmt, dann übernimmt natürlich die Gravitation die Oberhand und der ganze Stern kollabiert.
Also, das machen wir uns nochmal auf. So, wir haben hier in diesem inneren Bereich den Fusionsbereich. Hier wird alles runterfusioniert bis Helium und irgendwann ist kein Proton mehr in diesem inneren Bereich da. Das heißt, dieser Druck, der Hitzedruck fehlt. Ja, und das Ganze kollabiert von außen jetzt rein. Tatsächlich kollabiert der innere, nur der innere Bereich des Sterns kollabiert. Kollaps bedeutet aber, dass wirklich die Atome, die da übrig sind, also Helium, wirklich rein kollabiert. Kollabiert heißt, ich gewinne eine Menge Energie. Warum? Nun, sie laufen im Gravitationspotenzial runter und im Potenzial runterlaufen heißt eine Menge Energie. Das heißt, es entsteht auf einmal schlagartig eine Menge Energie. Sowas nennt man eine Kelvin-Kontraktion. Das heißt, der Stern kontrahiert im Inneren und es steht schlagartig eine Menge Energie. Und dabei, durch diese Kelvin-Kontraktion und diese schlagartige Hitzeentstehung, bläht sich jetzt der Stern schlagartig zum roten Riesen auf. Das war die falsche Richtung, also hier sehen Sie es. Es entsteht ein roter Riese. Wie groß ist der? Nun schauen Sie sich das mal an. Hier ist jetzt im Augenblick unsere Sonne. Hier sind wir. Hier ist unsere Erde. Das ist jetzt der Durchmesser unserer Sonne, wie gesagt, etwa 700.000 Kilometer Radius. Und Sie sehen, das Ganze bläht sich bis hin, fast bis zur Venus auf. Ja? Irgendwo zwischen Merkur und Venus. Das ist also ein riesiger Radius. Das ist wahnsinnig. Roter Riese, ein richtig großer Riese. So, und das kann man natürlich sehen. Also Sie sehen dann wirklich im Teleskop einen dunkelroten Stern. Und dann sagt man, aha, roter Riese. Die Bewegung von hier, hierhin ist genau die Bewegung von der Hauptreihe, weg von der Hauptreihe hin zu diesem roten Riesen. Und hier sehen wir das uns nochmal an. Wir verlassen also diese Hauptreihe und die Sonne bläht sich wirklich auf. Hier sehen Sie das nochmal aufgezeichnet. Hier sehen Sie die Sonne in ihrer originalen, also in jetzigen Größe. Und da, dieser kleine Punkt, den Sie sehen, das ist die Sonne in ihrer jetzigen Größe. Und das ist der Durchmesser des roten Giganten, also des roten Riesen. Das ist schon heftig, ein richtig dickes Ding. Ja, und Sie sehen auch, die Temperatur geht um Faktor 2 runter. Das schauen wir uns mal an. Also die Temperatur, sind wir hier, TO4. Wenn ich von T auf ein halb T runtergehe und das die vierte Potenz nehme, dann habe ich hier stehen, das ist gleich 1, 4, 16. Ein Sechzehntel mal TO4. Das heißt, meine Helligkeit geht um Faktor 16 runter, aber der Radius nimmt einen Faktor 200 mal 200, macht insgesamt 40.000 zu. 40.000 durch 16, das ist dann wirklich die Helligkeitserhöhung. Also eins ist klar, er wird wesentlich heller. Das ist das Ergebnis. Insgesamt. Also man sieht im Teleskop einen wirklich hell leuchtenden, dunkelrot leuchtenden Stern. Und so sieht das dann aus. Übrigens, ich male jetzt mal das Potenzial an. Das ist ein wichtiger Punkt. Schauen Sie, wenn ich das Sternpotenzial aufmale, dann sieht das ja ungefähr so aus. Sie kennen das. Das Potenzial U geht mit μ durch R. Also mit 1 durch R nimmt es nach außen ab. Hier ist der Radius und hier ist das Potenzial 0. Das heißt, wenn die Sonne am Anfang hier ist, dann ist das Potenzial hier, aber wenn ich einen Riesenstern habe von der Größe, dann sind die äußeren Bereiche des Sterns, also das Gas am äußeren, braucht nicht viel Energie, nämlich nur noch das Stück, um die Sonne verlassen zu können. Und wenn ich meinen Stern richtig dick aufblase, nämlich hier draußen bin, dann ist die Energie, die mein Gas braucht, um die Sonne zu verlassen, nur noch ganz klein. Und diese Energie ist typischerweise die Boltzmann-Energie, also man spricht von Boltzmann-Schwankungen, also allein die kinetische Energie des Gases, also das hat ein halb mv². Und wenn dieses mv² größer ist, ist der Potenzialunterschied, dann kann das Gas ins Unendliche entweichen. Und auf die Art und Weise verliert der Stern, nämlich als roter Riese, sehr viel Masse. Einen großen Teil. Das ist ein wichtiger Effekt. Und das ist das, was ich gerade ankündige. Man muss unterscheiden zwischen den Anfangsmassen und den Endmassen eines Sterns. Und hier in diesem Prozess, als roter Riese, verliert er sehr viel Masse. Und das ist genau das, was Sie hier sehen. Dieser große Bereich ist das Gas, was Betelgeuse, das ist jetzt so ein Stern, in dieser Zeit als roter Riese rausbläst. Okay? Und das sind wirklich große Teile. Ich spreche von 20, 30, 40, 50% der Masse. Die wird abgeblasen. Okay,
So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Weil auf einmal die Temperatur schlagartig zunimmt, das war eben diese Kelvin-Kontraktion, wird es auf einmal von 10 Millionen Kelvin, also, beziehungsweise ist sie abgekühlt auf ein paar Millionen Kelvin, schlagartig auf 100 Millionen Kelvin. Das heißt, die Temperatur nimmt schlagartig zu durch die Kelvin-Kontraktion und bei diesen hohen Temperaturen setzt wieder der 3-Alpha-Prozess ein. Okay, das heißt, dann wird auf einmal, dann haben wir auf einmal einen sogenannten Helium-Flash. Helium-Flash heißt, innen passiert was, außen können Sie nichts sehen. Nach außen sieht der Stern gleich aus, aber innen passiert dieser sogenannte Helium-Flash. Ist wie gesagt nach außen nicht sichtbar. So, und dann geht dieser Übergang zu Kohlenstoff, also 3 Helium verbrennt zu Kohlenstoff. Irgendwann ist auch das Helium vorbei. So, und dann passiert wieder so eine, ja, so ein Kollaps, so eine Kelvin-Kontraktion, weil dann stoppt der nächste Prozess, Fusionsprozess. Es gibt kein Helium mehr im Inneren, im Kern. Und dann gibt es wieder eine Kelvin-Kontraktion und dann gibt es wieder eine Menge Energie und damit wird der Stern noch weiter auseinandergetrieben. Okay? Das heißt, wir kriegen so eine Art gigantischen Stern, das ist das, was wir hier sehen. Diesen Riesen, so einen roten Riesen, nennt man auf dem asymptotischen Ast. Warum? Das werden wir gleich im Hertzsprung-Rassner-Diagramm sehen. Also sehen, diese Sonne breitet sich noch weiter aus. Und zwar sagt man bis ungefähr bis zur Erde. Jetzt sehen Sie aber auch, dass die Erde selber rauswandert. Das hat einen besonderen Grund. Das liegt nämlich am Verlust der Masse. Wenn nämlich die Sonne, unsere Sonne, Masse verliert, hat sie ja weniger Masse. Wenn sie weniger Wasser hat, wandert alle Planeten nach draußen. Das ist genau dieser Effekt, den Sie jetzt hier sehen. Ja? Also die Erde wandert nach außen, aber tatsächlich wird dieser große Riese, dieser rote Riese, ziemlich genauso groß, wie unsere Erde heute ist. Das sehen Sie hier. Ja? Also das Endstadium unserer Sonne ist, sie wird etwa so weit hinausreichen, wie jetzt unsere Erde steht. Vielleicht wird sie sogar auch da so weit kommen, dass sie unsere Erde aufschluckt. Die Venus wird sie sicherlich erreichen. Ob sie die Erde erreicht, wissen die Astronomen heute noch nicht so genau. So. Was tatsächlich im Inneren passiert, entstehen verschiedene Flashes und damit kommt es zu einem Pulsieren dieses großen Riesen. Und dieses Pulsieren kann man tatsächlich, und dieses Pulsieren bedeutet eine leichte Helligkeitsänderung und deswegen kann man das heutzutage mit Teleskopen sehr genau verfolgen. Diese leichten Helligkeitspulsationen, die kann man heute sehr schön sehen. So, hier sehen Sie jetzt einen sogenannten AGB-Stern. AGB, jetzt gehe ich nochmal zurück, ist dieser sogenannte AGB-Ast. Also wenn ein Stern auf diesem AGB-Ast ist, dann ist der Radius noch größer, der geht ungefähr bis hierhin, das Potenzial ist noch schwächer und es wird natürlich eine Heidenmasse abgeblasen. Also jetzt im Endstadium wird wirklich viel Masse abgeblasen und er verliert einen Großteil, etwa 80% seiner Masse geht da draußen weg. Und deswegen ist die Endmasse relativ klein, aber Sie sehen das auch, hier sehen Sie das, sehr, sehr viel Masse wird abgeblasen. Na? So, hier sehen Sie das, viele Staubteilchen, aber auch Moleküle gehen weg und es entsteht ein sogenannter planetarer Nebel. Den kann man sehr schön in Fernrohren sehen. Warum? Nun, dieses abgeblasene Gas hat zwar nicht die Temperatur, aber dieser heiße Kern sendet seine Strahlung hinterher, Photonen, und die werden dann vom Gas gestreut, von dem Staubteilchen. Das heißt, was wir hier sehen, ist eigentlich das von den Staubteilchen gestreute Licht. Okay? Und deswegen können wir diesen planetaren Nebel sehr, sehr schön sehen. Okay. Weil jetzt aber der Stern so wenig Masse hat, wie gesagt, er kann bis zu 80% verlieren, ist die Masse des Sterns so klein geworden, dass er nicht in einem schwarzen Loch endet, sondern die Masse ist so gering, dass er in einem weißen Zwerg endet. Und das schauen wir uns nochmal an. Also hier sehen Sie nochmal die verschiedenen planetaren Nebel. Also das bedeutet, hier ist der rote Riese auf dem AGB-Ast, hat riesige Mengen seiner Moleküle abgegeben und das sieht wirklich wunderschön aus. Sie sollten wissen, das ist eigentlich ein relativ harmonischer Prozess, so muss man das ja sagen, und weil er so relativ langsam erfolgt, entstehen innerhalb dieser planetaren Nebel sehr viele biologische, aktive, anorganische und organische Moleküle. Also wenn wir in diese Nebel schauen, sehen wir dort sehr viele biologische Moleküle, die wir dann später auf anderen Planeten wiederfinden, weil die nämlich auf andere Planeten reinregnen. Also die anfangs organische Moleküle auf unserer Erde kommen genau durch solche planetaren Nebel.
So, und jetzt kommen wir zum Ende. Er verliert also durch diesen Prozess eigentlich allen Wasserstoff. Denken Sie, Wasserstoff ist sehr leicht, kann also sich sehr einfach vom Stern entfernen. Das gilt auch für Helium. Und damit verliert es eigentlich komplett allen Wasserstoff und Helium. Was zurückbleibt, ist der nackte Kohlenstoff, der erbrütet wurde. Und das sind eben diese restlichen 20%. Okay? So, zurückbleibt ein nackter Kern und den nennt man weißen Zwerg. Also das male ich jetzt mal auf. Also am Anfang hatten wir diesen Punkt, in der Mitte hatten wir diesen Kohlenstoffkern, der kann nicht weiter fusionieren, weil da ist Ende, ja, die Temperatur reißt nicht aus, der Rest wird abgesprengt und zurück bleibt dieser Kern hier. Und das nennt man weißer Riese. Warum? Nun, er ist sehr heiß, hohe Temperatur, typischerweise 10.000, 12.000 Grad Kelvin, deswegen weiß glühend, aber sehr klein. So, wie geht es mit ihm weiter? Nun, dazu müssen wir uns mal anschauen, was heißt das? Wie groß ist denn die Dichte? Und das habe ich hier aufgeschrieben. Also hier sehen Sie, also ein typisches Beispiel ist Sirius B, hier steht es. Hier sehen Sie, Oberflächentemperatur ist 24.000 Kelvin. Die normale Dichte von Gasen bei ungefähr in Sternen beträgt etwa 10 hoch 4 Kilogramm pro Kubikmeter. Das ist eine typische Gasdichte von Wasserstoff mit Helium. Sie sehen aber, dass hier in solchen weißen Zwergen das bis zu 3 mal 10 hoch 10 Kilogramm pro Kubikmeter hochgehen kann. Das heißt, hier werden die Atome wirklich gequetscht. Und gequetscht heißt nicht nur, dass es ein reines Gas ist, sondern das müssen Sie sich als Flüssigkeit vorstellen. Entschuldigung, wir sind jetzt hier bei Kohlenstoff. Das müssen Sie sich als Atome, atomare Flüssigkeit, die werden so stark gequetscht, dass selbst das Atom nicht mehr richtig weiter weiß. Und deswegen male ich das auch nochmal auf. Also nehmen wir an, ich habe hier jetzt ein ganz stinknormales Kohlenstoffatom, also in der Mitte der Kern und außen sind diese 12 Elektronen, die kurven da draußen rum. Jetzt kommt ein anderes Kohlenstoffatom und nehmen wir an, in unseren Festkörpern, also hier das, was wir hier so haben, ist der mittlere Abstand ein Angström. Ja, das ist der typische Abstand. Ein Angström sind 10 hoch minus 10 Meter. Wenn der Druck so groß wird, und wir haben ja einen starken gravitativen Druck, dann drücken die so aufeinander, dass der Abstand viel kleiner wird. Das heißt, die Elektronen werden in Richtung Kern gequetscht durch diesen äußeren Druck, weil sich die Atome gegenseitig sehen. Und damit nimmt die Dichte gigantisch zu, denn alles wird auf kleineres Volumen reingequetscht. So, und die schrumpfen immer weiter gehen die rein, und zwar bis ganz nah an den Kern. Irgendwann hört das aber auf, denn wenn die Quetschung so groß ist, dass es eine gewisse Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen im Kern gibt. Mit anderen Worten, wenn die Elektronen in den Kern hineingequetscht werden, dann passiert natürlich Folgendes, dann sagt das Proton, was ja positiv geladen ist, her mit dir Elektron, ich mag dich, ich liebe dich, ja, und daraus entsteht ein Neutron. Und schwuppsdiwupps haben wir auf einmal einen Brei von Neutronen. Und das ist dann der Übergang von einem sogenannten weißen Zwerg zu einem Neutronenstern. Den gibt es aber nicht, denn entweder ich habe einen weißen Zwerg, dann reicht der Druck gerade nicht aus, um diesen Übergang zu machen und dann bleibt der weiße Zwerg ein weißer Zwerg. Und zwar für alle Zeiten. Das heißt, die Grenzdichte, die sehen Sie hier, von 3 mal 10 hoch 10 bleibt immer unterstritten beim weißen Zwerg. Und dieses Limit hier, diese Grenzdichte, nennt man, das habe ich hier unten hingeschrieben, Chandrasekhar-Limit. So, das heißt, der rote Riese, den ich vorher hatte, muss genau unterhalb dieser Grenze liegen, sodass beim Kollaps genau diese Grenzdichte unterschritten wird und dann bleibt dieser weiße Zwerg übrig. So, wenn er jetzt diese 24.000 Grad hat, was passiert weiter? Nun, er gibt per Strahlung diese Temperatur ab und kühlt über Jahrmillionen langsam aus und damit ist es vorbei. Er kühlt ab, also er wird von weiß über orange, rot, braun, schwarz, das war's. Okay, das dauert aber sehr lange. Das ist das Ende unserer Sonne. Unsere Sonne wird genau diese Entwicklung mitmachen. Die Erde wird es natürlich nicht mehr geben, das habe ich Ihnen gerade gesagt. Als roter Riese wird wahrscheinlich die Erde aufgeschluckt werden. Ne? Spätestens bei diesem planetaren Nebel, wenn diese ganzen Gase rausgeworfen werden, wird die Erde weggedrückt. Also irgendwie da in der Zeit endet es mit unserer Erde. Entweder rein in die Sonne oder weggedrückt. Ja? Das ist das Ende unserer Erde. Bis dahin werden wir allerdings nicht mehr leben. So, das ist aber ein ganz anderer Punkt.
Ja, und Sie sehen auch, dass diese Grenzdichte einen Grenzradius ausmacht. Das sind eben ungefähr 5000 Kilometer. Das heißt, wir wissen durch solche physikalischen Prozesse, dass weiße Zwerge typischerweise einen Radius von nur 5000 Kilometer haben. Das ist nicht sehr viel. Unsere Erde hat einen Radius von 6400 Kilometer. Also ein weißer Zwerg ist kleiner als unsere Erde, strahlt aber wahnsinnig wegen der hohen Temperatur. Ja? Denken Sie daran, hier sehen Sie es nochmal. Die Helligkeit geht mit T hoch 4. Wenn wir um Faktor 1000 die Temperatur erhöhen, oder vielleicht nur 100, geht das mit 10, also 1000 hoch 4, 3, also Faktor 10 hoch 12 geht das hoch. Also obwohl er so klein ist, bringt er eine Menge weg. Ja, und hier sehen Sie nochmal die Abgrenzung gegen die braunen Zwerge. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt, bei 0,073 gibt es auch keine braunen Zwerge mehr. So, und wenn wir uns jetzt diese ganzen Lebenslaufabfolge mal in diesem Hertzsprung-Russell-Diagramm aufmalen, dann sehen wir Folgendes. Also, die Sonne kam über die Hayashi-Linie hier rein, dann ging es hier runter und setzte sich hier hin. So, und da steht sie ziemlich genau 10 Milliarden Jahre. So, nach 10 Milliarden Jahren hört eben die Wasserstoff-zu-Helium-Fusion auf. Wir kommen hier hin, dann gibt es diesen Heliumflash, hier haben wir diesen roten Riesen, der erstmal den kleinen roten Riesen, dann gibt es diesen Heliumflash, dann wird es erstmal ein ganz kleines bisschen kleiner, tatsächlich geht nur die Helligkeit zurück und die Temperatur nimmt leicht zurück und dann kommt dieser asymptotische Riesenast, dieser AGB, und dann nimmt der Radius nochmal gigantisch zu, dann sind wir hier und dann wird, weil der so riesig ist, der ganze externe Kram, also der Wasserstoff und der Helium wird abgeblasen, es entsteht hier dieser planetare Nebel und zurück bleibt dann hier, und zwar in relativ kurzer Zeit, nach dem Abblasen dieser weiße Zwerg. So, das ist das Ende der Sonne. Jetzt mal in diesem Hertzsprung-Russell-Diagramm zusammengefasst. Das passiert mit unserer Sonne oder, um genau zu sein, für alle Sterne, die irgendwo im Bereich zwischen 1- und 8-facher Sonnenmasse liegen. Das ist so ein ganz typischer Weg. Gibt es dazu Fragen? Jetzt kommen wir nämlich zu den schweren Sternen und da sieht das ein bisschen anders aus. Denken Sie daran, die Anfangsphasen waren alle gleich, bis zum Kohlenstoffbrennen ist alles gleich. Nur nach dem Kohlenstoffbrennen unterscheidet sich das Ganze, das zeigt eben dieses Bild. Wir sind vorhin hier abgebogen, nach rechts zum roten Riesen. Da muss ich noch ein bisschen üben, also sind wir abgebogen hier rüber. Jetzt geht es hier herüber. Was passiert ist, die Temperatur, die Dichte und Temperatur reicht aus, um den Kohlenstoff weiter zu fusionieren. Und was entsteht, ist Natrium, hier sehen Sie es, Neon und Magnesium. Und selbst die können noch weiter fusionieren. Sie sehen, der Pfad geht jetzt hier herunter, und zwar bis hin zum Eisen. Und beim Eisen hört die Fusion auf. Warum, das werden wir gleich sehen. Aber das ist jetzt der Weg, den wir sehen. Das heißt aber auch, da wir eine weitere Fusion haben, es also keine Kelvin-Kontraktion mehr gibt, bleibt der innere Druck bestehen. Und es, durch die weitere Fusion bleibt der Stern so, wie er ist. Wir haben also keinen roten Riesen, sondern die Sonne bleibt so, wie sie ist. Nur innen geht die Fusion einfach noch immer weiter. Also keine Kelvin-Kontraktion. Deswegen habe ich hier so einen dicken roten Strich durchgemacht. Und hier sehen Sie das. Der Rest, diese restlichen Fusionsschritte gehen aber relativ schnell. Also während wir am Anfang 10 Milliarden Jahre gebraucht haben, bis der Wasserstoff zu Helium verbrannt ist, nämlich das, was jetzt die Sonne macht, gehen die restlichen Schritte vom Kohlenstoff bis hier innerhalb kürzester Zeit, nämlich 10.000 Jahre. Das geht ruckzuck. Warum? Nun, weil die Energien, die freigesetzt werden bei höheren Kernladungszahlen immer weniger wird. Aber trotzdem braucht der Stern dieselbe Temperatur, um am Leben zu erhalten. Und deswegen verbrennt er einfach wesentlich schneller im Inneren seine Elemente. Also hier nochmal der Übergang, Kohlenstoff zu Natrium, Neon und Magnesium. Neon geht dann über den Sauerstoff, Magnesium über, und der Sauerstoff geht in Schwefel, Silizium. Und die beiden verbrennen dann irgendwann mal zum Eisen. Ja, übrigens, wenn der Kern einmal so heiß ist und tatsächlich haben Sie weiter außen immer noch ein paar Protonen und die gehen per Konvektion in den zentralen Kern rein. Da herrschen Heidentemperaturen. 100 Millionen Grad Kelvin, das sind Wahnsinnstemperaturen. Bei diesen Temperaturen kann es eben sein, schauen Sie, wenn Sie hier irgendwo Kohlenstoff haben oder Silizium oder all das Zeug, was Sie hier sehen, Silizium, Schwefel, Magnesium, angenommen, wir haben so einen Kern,
So. Und das ist sehr heiß. Das heißt, hier kann mal ein Proton kommen und kann mit seiner Geschwindigkeit da reingerammt werden. Dann geht es, wird es sozusagen durch die Hitze, durch die Geschwindigkeit in den Kern hineingerammt und es entstehen größere, immer größere Kerne. Das ist der Prozess, den nennt man S-Prozess, Slow-Prozess. Also peu à peu entstehen jetzt durch die noch existierenden Protonen immer größere Kerne und damit haben wir immer noch andere elementare Atome. Also denken Sie daran, das ist der S-Prozess und damit kriegen wir schwere Element bis über Eisen hinaus, nämlich bis zum Blei. Jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter. Warum hört es beim Eisen aus? Das zeigt Ihnen dieses Bild. Hier unten sehen Sie auf der X-Achse die Anzahl der Nukleonen im Kern. Also das sind die Neutronen und die Protonen im Kern drin. Das ist das, was Sie hier unten sehen. Und hier sehen Sie ja, die Energie, die dabei entsteht, wenn Sie immer noch ein weiteres Proton oder Neutron in diesen Kern hineintun. Also, wenn Sie einen Wasserstoff haben und einen Wasserstoff, ein Deuterium bilden, ein Wasserstoffmolekül bilden, also aus H1, H2 machen, dann sehen Sie schon, gewinnen Sie eine Menge Energie. Das ist der Grund, warum es in unserem Universum nicht freien Wasserstoff gibt. Sie werden immer Wasserstoff 2 sehen. Wenn Sie dann allerdings noch höher gehen, wenn Sie also dann zwei Protonen haben und ein Neutron, sehen Sie, dann kriegen Sie eine Menge Energie raus. Das ist gerade dieser Prozess hier von hier, bis hier oben hin. Das ist Kernfusion zu Helium. Also Proton, 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 Proton führt zu Helium und das gibt eine gigantische Energie. Das ist die Wasserstoffbombe-Energie. Ja? Also die Fusion erzeugt viel mehr Energie als die Fission. Fission heißt Kernspaltung. Schauen Sie mal, hier haben wir Uran. Wenn ich Uran spalte, dann gewinne ich auch Energie, sagen wir bis zum Eisen, aber das ist nur relativ wenig. Ja? Tatsächlich spaltet sich Uran ungefähr bis hierhin und diese Energie, die durch die Atombombe freigesetzt wird, ist eigentlich wenig im Vergleich, was ich mit einer Fusionsenergie erreiche. Und deswegen ist die Fusion so wesentlich effektiver. Also Wasserstoff verbrennen ist wesentlich effektiver, aber es ist schwieriger, weil es eben unwahrscheinlich ist, dass sich zwei Protonen treffen. Wenn Sie aber einmal hier sind, das hatte ich gezeigt, dann kommen Sie auch zu den anderen und hier kommt dieser Slow-Prozess rein. Sie kriegen also all die anderen Kerne. Aber Sie sehen, Sie müssen Energie einsetzen, um diese Kerne zu erzeugen. Denn hier oben haben Sie den Kern mit dem geringsten inneren Energie sozusagen. Jeder Kern, der größer ist als Eisen, hat mehr Energie pro Nukleus. Und deswegen brauchen Sie eben diese Energie, diese Temperaturenergie, um diese Kerne zu erzeugen. Mit anderen Worten, Sie müssen das Proton richtig reinknallen, damit so ein Kern entsteht, denn er hat eine höhere Energie. Und deswegen brauchen Sie sowas. Also das Ding entsteht nicht weiter durch Fusion. Also die Slow-Prozesse machen dann uns diesen ganzen anderen diese anderen schweren Kerne jenseits von Eisen. So, jetzt gehe ich nochmal zurück. Das war der Punkt. So, und deswegen hört die Fusion auch bei Eisen aus. Per Fusion erreichen sie nie mehr Energie. Und deswegen stoppt die Fusion. Da hört es einfach aus. So, und dann ist aber wirklich Schluss. In dem Augenblick, wo sie Eisen erreicht haben, entsteht keine neue Temperatur, keine neue Energie und spätestens dann kollabiert ihr innerer Kern. Und dieser Knall ist richtig heftig. Und das ist dann eben die berühmte Supernova. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal auf dem Hertzsprung-Russell-Diagramm an. Sie sehen, wir sind hier bei sehr großen Massen. Wir gehen also hier hoch, schauen Sie sich diese Hauptreihe an. Hier sind wir bei drei Sonnenmassen. Sie sehen, das endet hier bei unserer Sonne endet es irgendwo bei Kohlenstoff. Ja, und dann geht es hier herüber per interplanetarem Nebel zum weißen Zwerg. Wenn Sie größer sind, ein bisschen größer als drei Sonnenmassen, kriegen Sie schon Sauerstoff, aber auch dann geht es hier herüber. Sie brauchen wirklich große Massen. Und dann sehen Sie hier diese vielen Fusionen, und zwar Schritt für Schritt bis hin zu Eisen und dann gibt es die Supernova und deswegen steht hier Supernova dran. Ja? Also erst, wenn Sie den ganzen Fusionsweg haben, an Sie mit Supernova und Sie sehen, diese Schwankung wird immer größer bis zu Lithium und Eisen. So, und das passiert erst wirklich bei ganz massenreichen Sternen, die Sie hier oben haben. So, das hatten wir schon. So, jetzt schauen wir uns mal die Dauer an in diesen unterschiedlichen Phasen.
Wie lange brennt so ein Stern in einer Phase? Nun, das hatte ich schon gesagt, hier haben wir das Wasserstoffbrennen. Also Wasserstoffbrennen braucht ungefähr 10 bis 40 Millionen Kelvin. Bei einer ganz kleinen Dichte läuft es ab und braucht etwa 10 Milliarden Jahre. Das ist das, was unsere Sonne im Augenblick macht. Extrem lange, ein sehr stabiler Prozess und das ist gut so für unser Leben, sonst gäbe es uns nicht. In dem Augenblick, wo wir dieses Helium haben, was zum Kohlenstoff verbrennt, das geht relativ flott. Da brauchen wir nur noch 1 Million Jahre. Und schauen Sie mal, das sind 2 Größenordnungen. Ja? Entschuldigung, 4 Größenordnungen. Von 10 Milliarden Jahren auf 1 Million sind 4 Größenordnungen. Also es geht wesentlich rasanter. Wenn wir einmal Kohlenstoff haben und zu nähern wollen, dann dauert das nur noch 10.000 Jahre. Und das sind wieder 2 Größenordnungen. Wenn ich dann Neon verbrenne, brauche ich nur noch 10 Jahre. Dann brauche ich nur noch 5 Jahre. Silizium braucht nur noch 1 Woche. Und der Eisenkern, da hört es auf. Das heißt, Sie sehen, das wird einfach rasant, dieser Prozess. Und dann wird Ihnen auch klar, warum am Schluss es immer schneller geht, die Abfolge, und dann gibt es eben diese Supernova-Explosion. Okay, hier sehen Sie jetzt den Massenverlust des Sterns. Also wie viel Masse verliere ich, wenn meine Anfangsmasse irgendwo war? Also Wasserstoffbrennen. Beim Wasserstoffbrennen verliere ich relativ wenig, weil dann ist der Stern noch relativ kompakt. Und wegen dieses Effektes, den ich hier gerade beschrieben habe, ist die Energieschwelle, die Potentialschwelle für das Wasserstoff ist sehr groß. Das heißt, nur die extrem schnellen Gasteilchen können diese Barriere überwinden. Wenn ich allerdings bei Helium-Burning oder Kohlenstoff-Burning bin, ist der Stern schon ein bisschen größer, insbesondere dann, wenn ich beim Roten Riesen bin, dann verliere ich sehr viel und dann sehen Sie auch, dass die Gesamtmasse, sagen wir von 8, Anfangsmasse 8, runtergeht auf 2. Und das sind ungefähr, also wenn wir hier sind, haben wir 80%. Und deswegen sehen Sie hier, die Endmasse liegt dann ungefähr bei 20% der Anfangsmasse. Das ist verdammt wenig. Der Rest geht in den planetaren Nebel raus. Jetzt kommen wir zu dieser Nukleosynthese. Also eigentlich endet die Fusion beim Eisen. Mit anderen Worten, eigentlich sollten wir in unserem Universum nicht mehr sehen als Eisen. Trotzdem sehen wir alle anderen Elemente jenseits vom Eisen. Wie kommt das? Nun, es gibt eben diese 2 Prozesse. Einmal diesen Slow-Prozess, den habe ich Ihnen hier beschrieben. Protonen werden in die Eisenatome reingerammt und dadurch entstehen die höheren, die schweren Elemente. Es gibt aber noch einen zweiten Prozess, das ist der Rapid-Prozess, der R-Prozess. Und beide spielen bei der Produktion schwerer Elemente eine entscheidende oder eine ganz wichtige Rolle. Was Sie hier sehen, ist aufgetragen nochmal die Anzahl der Nukleonen im Kern. Ja, zurück, so. Also hier sind die Anzahl der Nukleonen im Kern, die Kernzahl, Z auch genannt, und hier sehen Sie die Kernladungszahl. Kernladungszahl ist die Ladung des Kerns, bestimmt durch die Protonen. Also hier sind nur die Protonen im Kern, hier sind die Protonen und Neutronen, das sind nämlich zusammen die Nukleonen im Kern. Das heißt, was ich erwarte normalerweise, ist, dass ich genauso viel Neutronen wie Protonen habe, deswegen würde ich eine Gerade erwarten. Ja? Also stabile Kerne müssten irgendwo hier auf dieser Geraden liegen. Was mir diese primordiale Nukleosynthese macht, Sie können sich erinnern, gleich am Anfang unseres Universums entstand, und zwar innerhalb der ersten Sekunden, entstand erstmal aus Wasserstoff Helium, ein bisschen Silizium, Sie können sich erinnern, ein bisschen Helium-3. Das ist diese primordiale Nukleosynthese und damit kriegen wir so ein ganz bisschen Helium-3 und sowas. Dann brauchen wir Sternevolution, um wirklich bis zum Eisen zu kommen. Hier sind wir ungefähr bei Eisen. Ja? Und dann brauchen wir diese 2 unterschiedlichen Prozesse. Einmal den S-Prozess, diesen Slow-Prozess, der bringt uns bis zum Uran hoch, ist allerdings extrem langsam. Ja? Aber immerhin peu à peu macht er das auch. Dann gibt es aber Rapid-Prozesse, Sie sehen das hier. Und diese Rapid-Prozesse, Sie sehen die Pfeile, die gehen so nach unten. Das heißt, die führen auch weg von dieser stabilen Linie. Also die Slow-Prozesse erzeugen hauptsächlich stabile Elemente. Das liegt daran, wenn so ein Proton kommt und so, um ehrlich zu sein, langsam in den Kern einsteigt, sagt sich der Kern, ja, ist okay, ich bin stabil, komm mal her, ich nehme dich auf. Und damit entsteht wiederum ein einigermaßen stabiler Kern.
Rapid-Prozess funktioniert anders. Bei der Supernova-Explosion passiert Folgendes: Der ganze Kern des Sterns explodiert wahnsinnig schnell, und zwar sehr schnell. Und Heidenmassen werden gegeneinander geschleudert. Und bei diesem Zusammenschleudern, also wenn eine Masse in die andere gerammt wird, entstehen Heidenenergien, Heidengeschwindigkeit. Und da wird nicht nach dem Kern gefragt, magst du mich oder nicht, da wird einfach reingeknallt. Und das ist eben ein Rapid-Prozess. Und dabei können auch Kerne entstehen, die nicht so stabil sind. Und das sind genau diese grünen Pfeile, die Sie hier sehen, die also weg von dieser stabilen Linie gehen. Also Rapid-Prozesse sind harte, schnelle Prozesse bei der Supernova-Explosion, die wirklich schwere Kerne erzeugen. So. Damit haben wir das auch entstanden. Also, nicht die Fusion macht die Elemente jenseits von Eisen, sondern eben R- und S-Prozesse. Und es ist gut, dass es die gibt, denn wir brauchen diese Elemente. Was weiß ich selbst, unser Körper braucht solche Elemente, damit er funktioniert. Und deswegen können wir froh sein, dass es da draußen all das so abläuft. So, hier sehen Sie nochmal, jetzt allerdings aufgetragen, die Abundance, also wie viele Elemente gibt es in unserem Universum, von welchen Nukleonzahlen. Und hier sehen Sie jetzt auch die Namen dazu. Also am meisten gibt es bei uns Wasserstoff. Und denken Sie daran, das ist jetzt eine logarithmische Skala, wobei die Silizium hier bei 6 liegt. Hier sehen Sie das. Also es gibt um 1, 2, 3, 4, 5 Größenordnung mehr Wasserstoff im Universum als Silizium. Also mit Abstand am meisten. Eine Größenordnung weniger Helium, das sehen Sie hier. Und dann durch die primordiale Nukleosynthese ein bisschen Lithium, ein bisschen Beryllium und ein bisschen Bohr. Sie haben gerade gesehen, bei dieser Kernfusion, Sternfusion, tauchte nirgendwo Lithium, Beryllium auf. Beryllium 8 tauchte mal aus, aber das ist ja instabil. Um genau zu sein, metastabil, und Bohr tauchte auch nicht auf. Das heißt also, das entsteht später mal bei diesem Slow Process, kann sowas mal passieren, aber extrem wenig. Halt. So, und dann sehen Sie hier, hier entstehen dann jetzt endlich durch diese Sternprozesse stehen Kohlenstoff und so weiter. Und deswegen kann man jetzt Folgendes sagen. Also wir haben hier den und den Bereich, haben wir die primordiale Nukleosynthese. Dieser Bereich wird auch durch sogenannte galaktische kosmische Strahlung aufgefüllt. Das heißt, durch das Universum rasen Protonen und treffen auf andere Protonen, nämlich Helium, und die erzeugen dann diese Teilchen hier. Okay? Aber ganz, ganz, ich meine, da draußen, das Universum ist leer, praktisch leer. Ja? Da gibt es nur ein paar Atome pro Kubikmeter. Und auf der anderen Seite ist das Universum schon groß. Also auf den ganzen Raum addiert, passiert der Prozess doch ab und zu mal. Aber es gibt nur sehr wenig davon. So, und hier setzt dann wirklich der Wasserstoff und Helium brennen ein. Und deswegen springt dann die Wahrscheinlichkeit auf sehr große Mengen, also da wird sehr viel Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff produziert. Dann sehen Sie, dass dann bei großen und schweren Sternen über das Carbon-Neon-Burning die anderen entstehen. Weil es aber davon nicht so viele Sterne gibt, sehen Sie, sackt auch hier die Anzahl dieser Teile sackt dann ab. So, und dann geht es dann weiter, bei noch schweren Sternen wird dann eben durch das Sauerstoff fusionieren, entstehen dann diese Teile hier, und dann geht es immer weiter, bis runter bis zum Eisen. Sie sehen das hier, hier ist das Eisen. Ja? Vielleicht noch ab und zu mal ein bisschen was Größeres, aber hier hört es dann mit der Fusion dann auf. Und alles danach, was danach kommt, ist R- und S-Prozess. Das sehen Sie hier. Ja? Und weil der natürlich wesentlich weniger vorkommt als der Fusionsprozess in Sternen, ist die Anzahl dieser Elemente wesentlich geringer, die Mengen sind wesentlich geringer im Universum, nämlich in Größenordnungen, als das, was wir hier haben. Trotzdem brauchen wir die. Also das sind wichtige, nehmen wir zum Beispiel diese seltenen Erden, Sumarium, Gadolinium, Dysprosium, Sie wissen, das sind alles Elemente, die brauchen wir für gute Magneten. Also die supermodernen Magneten, diese Neodym-Magneten, die funktionieren nur, weil wir dieses Neodym hier haben. Ja? Sonst gäbe es diese Supermagneten nicht. Also Sie sehen, damit kann man eine Menge machen. Ja, und so landen wir bis zum Uran. Und Sie wissen, Uran 92 ist das letzte stabile Element. Ach so, das können Sie nicht sehen, weil hier die Tafel davor liegt. So, hier draußen, das ist das letzte stabile Element. So, und damit haben wir auch verstanden, warum es diese Vielfalt von Elementen gibt, aber doch mit sehr unterschiedlichen Mengen. Ja, und die Mengen können wir über diese unterschiedlichen Prozesse erklären. Insofern verstehen wir eigentlich unsere Welt ganz gut. Über die Jahre haben wir ein gutes Verständnis. So, und am Ende dieser massenreichen Sterne, und massenreiche heißt jenseits von 8,
Sonnenmassen, Anfangssonnenmassen, senken dann Anfangssonnenmassen 8, da steht dann eben diese Supernova-Explosion. Denken Sie daran, in der Mitte ist der Eisenkern. Jenseits von Eisen wird nichts mehr fusioniert. Der kollabiert, der Stern innen wird automatisch kalt. Der innere Teil kollabiert und zwar so lange, bis wirklich die einzelnen Nukleonen aufeinandertreffen. Also wir müssen sich das wirklich so vorstellen, als würden dann ganz zum Schluss die einzelnen Nukleonen, also Kohlenstoff, Eisen, alles zusammen, ja, macht einen dicken Brei aus. Nukleon, denken Sie daran, alle Nukleonen zusammen in einer Kugel, das ist verdammt eng, heftig. Und wenn Sie diesen Punkt erreicht haben, dann passiert etwas sehr Eigenartiges. Es gibt diese Austauschwechselwirkung, das ist ein quantenmechanischer Effekt. Kerne wollen nicht noch weiter, sie können nicht noch weiter zusammengedrückt werden. Wenn Sie einfach ein dickes Atom haben, das haben Sie ja, ein dickes Atom von Kilometer Durchmesser, ein Atom ist falsch, einen dicken Kern, massiven Kern von Kilometer Durchmesser, den können Sie nicht weiter quetschen, weil Sie können nicht in Proton, in Neutron reinquetschen. Und in dem Augenblick gibt es eine Gegenkraft, das ist nämlich eine Austauschkraft, und die macht einen Gegenschlag, das ist wie so ein harter Kern, auf den Sie kallen, eine harte Kugel. Das Zeug knallt auf diese harte Kugel, wird zurückgeschleudert und geht dann fast mit Lichtgeschwindigkeit zurück und wird dann rausgeschleudert. Und genau das ist diese Supernova-Explosion, die wir dann hier sehen. Hier sehen Sie so eine Supernova-Explosion. Das geht dann wirklich schlagartig. In Sekunden mit Lichtgeschwindigkeit wird die Masse rausgeknallt. Es sieht aus wie so ein planetarer Nebel, ist aber doch eben was ganz anderes. Und zurückbleibt, das ist eben das Typische bei diesen Supernova-Explosionen. Sehen Sie diesen kleinen hellen Punkt? Das ist der zurückbleibende Kern. Was dieser Kern zum Schluss ist, hängt davon ab, wie groß diese Masse ist. Wenn die Masse sehr groß ist, bleibt zurück ein schwarzes Loch. Das heißt, in der Mitte, dort, wo alles zusammengeknallt ist, hier, ist die Gravitationskraft so stark, dass selbst die Raumzeit gekrümmt wird. Und das bedeutet schwarzes Loch. Wenn die Gravitationskraft doch nicht so ganz groß ist, bleibt eben dieser eine Kern, muss ich sagen, zurück. Und Kern heißt Neutron und Proton. Tatsächlich sind das ja alles Neutronen, weil die Elektronen in die Protonen reingequetscht werden. Ein sogenannter Neutronenstern, also eine Ansammlung von Neutronen, die an einem Klumpen zusammengequetscht sind. Im Prinzip ist es nichts anderes als ein atomarer Kern, der allerdings 10 Kilometer Radius hat. Und der ist richtig schwer. Ich meine, so richtig. Ja, weil es sind ja alles Kernmassen, die da auf einem Punkt zusammen sind. Und sowas nennt man einen Neutronenstern. Wie gesagt, wenn der Neutronenstern eine gewisse Größe, typischerweise von 10 Kilometer, überschreitet, sind die Gravitationskräfte so groß, dass selbst die Raumzeit gekrümmt wird und dann entsteht ein schwarzes Loch. Das passiert allerdings nur bei sehr großen Anfangssternen. Also aus dieser Supernova-Explosion, die passiert bei über 8 Sonnenmassen, entsteht entweder über eine Supernova-Explosion ein schwarzes Loch oder ein Neutronenstern, und darüber entscheidet dann die Endmasse. Ja, und damit sind wir am Ende. Das haben wir dann. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Ja, also seine Frage ist, könnte es eine Anfangsmasse geben, sodass diese Fusionsphasen nicht bis zum Eisen gehen, aber doch jenseits von Kohlenstoff? Und die Antwort lautet ja, da gibt es also so eine Zwischenmasse, vielleicht bei 7 anfänglichen Sonnenmassen, da hört es nicht bei Eisen auf, sondern bereits schon, ich weiß nicht, bei Silizium oder so. Ja, gibt es auch, ist ein ganz schmaler Massenbereich. Gibt es noch andere Fragen? Alle glücklich? Alles verstanden? Dann entlasse ich Sie für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen einigermaßen gefallen. Wir sehen uns in einer Woche mit dem nächsten Thema. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.